Scorpion Hexapod Robot. Dieser furchterregende Roboter sieht zunächst wie ein echter Skorpion aus und wurde von 3 Studenten aus der Universität Gent in Belgien entwickelt. Für seine Herstellung wurden die modernsten Technologien verwendet, zum Beispiel wurden die Module für die Beine und den Schwanz vollständig am 3D-Printer gedruckt. Der Rahmen der Konstruktion ist aus 2 Plastikplatten hergestellt, dabei beträgt die Breite jeder Platte 6 mm. Im Rahmen sind Kanäle für Kabel verlegt. Alle Kettenmitglieder sind mit speziellen, festen Verschlüssen miteinander verbunden. Der Roboter kann sich in alle Richtungen bewegen, Hürden bewältigen, mit seinen Zangen Objekte fangen und wie ein echter Skorpion mit dem Schwanz zuschlagen. Für die Erkennung von Objekten werden ein Infrarotsensor und eine Frontkamera mit Erkennungsfunktion verwendet. Um eine maximale Ähnlichkeit zu erzielen, ist im Schwanz des mechanischen Skorpions ein roter Filzstift eingebaut. Für Menschen ist er nicht giftig, aber er kann den Schlagpunkt eines improvisierten Stachels genau feststellen. Myro. Diese kleinen mechanischen Fische können nicht nur für Forschungsarbeiten in einer Tiefe von 50 Meter verwendet werden, sondern auch einfach die Touristen mit ihrer bunten Farbe, eingebauter LED-Leuchten und sehr wahrheitsgetreuen Bewegungen amüsieren. Jeder dieser Fische ist mit 2 Motoren und 4 Infrarot-Bewegungssensoren ausgestattet, mit denen das Gerät die Hindernisse unter dem Wasser umgeht. Der Roboterfisch kann aus erster Hand mit einer speziellen Brille und einem Controller gesteuert werden. Spider-Robot. Diese große Roboterspinne wurde aus einem 3D-Drucker gedruckt und obwohl er nicht an der Decke und an den Wänden laufen kann wie die echten Spinnen, sieht sie dennoch unglaublich realistisch aus. Das Spielzeug bewegt sich mit Hilfe von 26 speziellen Antrieben. Für jedes Spielzeugpfötchen gibt es je 3 und dann sind noch 2 Antriebe im hinteren Teil des Gadgets. Genau sie sind es, die der Spinne erlauben, sich nicht nur fortzubewegen, sondern auch den Bauch zu bewegen. Die Antriebe sind nicht besonders leistungsstark, doch die Gesamtmenge erlaubt ein sehr realistisches Bewegungsverhalten. Die Steuerung erfolgt mit Hilfe einer App oder man kann es auch mit einem speziellen Joystick kaufen, damit es leichter wird. Dabei muss das Spielzeug nicht extra programmiert werden. Die bionische Spinne ist leicht zu bedienen. Sie kann nicht nur laufen, ihre Pfoten hintereinander heben oder in die Knie gehen, sondern auch noch tanzen. Robobees. Dieser kleine Roboter kann potenziell als eines der kleinsten und leichtesten Flugapparate gelten. Seine Abmessungen sind nicht größer als die einer Büroklammer. Das Gewicht beträgt 100 Milligramm, also 0,1 Gramm. Der Roboter besitzt 2 bewegliche Flügel und kann in der Luft manövrieren. Allerdings ist er nicht 100% autonom und braucht deshalb eine Verbindung zur Zentrale mit Hilfe von sehr dünnen, transparenten Kabeln. Trotz dessen kann man dieses Gerät mit einem echten Insekt verwechseln. Ein solcher Effekt wird durch die Anzahl der Flügelschläge erreicht, die ähnlich der Anzahl jener Bienen ist. Die winzige Größe ist jedoch nicht der einzige Vorteil. Die Entwickler gaben ihm die Möglichkeit, auf dem Wasser zu landen, zu tauchen und sogar eine Zeit lang zu schwimmen. Dabei sinkt die Anzahl der Flügelschläge, die in der Luft 120 Schläge pro Sekunde misst, im Wasser deutlich ab, und zwar auf 9 Mal pro Sekunde. Wie in der Luft, so auch im Wasser, wird der Roboter durch ein System gesteuert, die seine Lage mit Hilfe von Kameras verfolgt. Dasselbe System rechnet die Flugbewegungen aus und wandelt diese Umrechnungen in Befehle um, denen der Roboter folgt. Flying Bionic Bird. Im Gegensatz zu den bekannteren und gewöhnlichen Quadrocoptern, die spezielle Schrauben verwenden, um in die Luft zu steigen, kann dieses kleine Gadget mit Hilfe seiner Flügel fliegen. Befindet es sich in der Luft, kann es kaum von einem echten Vogel und anderen Artgenossen unterschieden werden. Sein Aussehen hilft ihm dabei. Das stromlinienförmige dunkelgraue Gehäuse ist mit einem dekorativen Schnabel und Auge ausgestattet. Die Flügel können bis zu 18 Schläge pro Sekunde tätigen. Der Schwanz wird als Flugsteuerung genutzt. Dabei ist der Körper des Robotervogels aus einem besonders elastischen Schaumstoff gemacht, der nicht nur gegen Kratzer und Tierbisse beständig ist, sondern auch gegen harte Aufschläge. Die Flügel sind aus Kohlenstofffaser, einem robusten, aber leichten Material, die perfekt für das Manövrieren in der Luft sind. Das Gesamtgewicht beträgt 9,2 Kilogramm, dabei wiegt der ultraleichte Akku nur 1,6 Gramm. Zur Aufladung verwendet der Vogel ein Deko-Ei, das mit im Set ist. Die Steuerung erfolgt durch eine kostenlose Smartphone-App für iOS und Android.
Für Benutzer mit unterschiedlichen Erfahrungen gibt es zwei Module, Anfänger und Experte, die sich nach dem Grad der Steuerungsschwierigkeit unterscheiden. Die Reichweite des Gerätes beträgt 100 Meter. Eine Akkuladung reicht für 6 Minuten bei Höchstgeschwindigkeit oder 7,5 bei normaler Geschwindigkeit aus. Zum Aufladen des Vogels werden ungefähr 12 Minuten benötigt. Ein vollständig aufgeladenes Gerät kann von 60 bis 75 Minuten Flugzeit ermöglichen. Ploy-Robot. Das Unternehmen Biorob signalisiert schon mit seiner Bezeichnung, dass es sich auf Biorobotern der neuesten Generation spezialisiert und stellt nun eine Roboterschildkröte vor, deren Verhalten auf dem eines Salamanders basiert. Um die Bewegungsbesonderheiten so gut es geht nachzuahmen, nahmen die Hersteller Röntgenaufnahmen zu Hilfe. Sie halfen, so genau wie möglich alle Details wiederzugeben, und da die Eidechsen sehr beweglich sind, ist ihre mechanische Entsprechung jetzt genauso schnell und kann sogar schwimmen. Ein besonderes wasserdichtes Fell erlaubt es dem Gerät, lange im Wasser zu bleiben. Damit kann der Roboter bei Rettungsaktionen eingesetzt werden. Seine Konstruktion hilft, jedes aktive Gelenk zu kontrollieren. Für die Steuerung ist ein besonderes Neuronennetzmodell verantwortlich, dessen Struktur den Nervenketten einiger Rückenmarkabschnitten eines echten Salamanders ähnlich sind. Diese Vorgehensweise hilft dem Roboter, nicht nur alle erlernten Bewegungen sehr wahrheitsgenau nachzuahmen, sondern auch noch schwierige Bewegungen zu machen, die nicht einmal eine echte Eidechse schafft. Laut Herstellern wollen sie nicht beim Erreichten bleiben und stellen in der nahen Zukunft vielleicht einen Roboter-Dinosaurier vor. Aracuda. Dieser Roboterfisch ist eine weitere Entwicklung des Festo-Unternehmens, das uns bereits viele roboterunterstützende Tiere schenkte. Neben dem Flossentriebwerk, das möglichst genau das Verhalten eines realen Fisches imitieren kann, zeichnet sich dieses Gerät durch sogenannte flüssige Muskeln aus, eine patentierte Entwicklung des Unternehmens. Eigentlich bestehen solche Muskeln hauptsächlich aus einem flexiblen Gummischlauch und speziellen Aramidfasern. Mit zusammengepresster Luft funktioniert die mechanische Entsprechung der Muskeln ähnlich wie normale Muskelfasern, die sich je nach Bedarf zusammenziehen und ausdehnen. Es genügen zwei Muskeln, um die Schwanzflosse des Roboterfisches in Bewegung zu setzen, und zwei weitere Muskeln sind zur Lenkung gedacht, wodurch das Gerät sehr gut sogar auf großen Tiefen manövrieren kann. Wie bei einem echten Fisch befindet sich im Roboter eine Luftblase, also ein spezieller Hohlraum, in den die zusammengepresste Luft gepumpt wird, um das Gerät in Bewegung zu setzen. Um den mechanischen Fisch eine halbe Stunde lang zu benutzen, werden ungefähr 400 Liter gepresste Luft benötigt. Aquajelly. Dieser Roboter stellt eine künstliche autonome Qualle mit einem E-Motor und einem smarten mechanischen System dar, die sich den Außenreizen anpasst. Die Qualle besteht aus einer transparenten Halbsphäre und 8 Fangarmen, die mit Leuchtdioden ausgestattet sind. Im Inneren gibt es auch einen Zentralmotor, 2 Lithium-Ionen-Akkus, eine Navigierungszentrale und 2 Servosysteme, um die Bewegung zu steuern. Der Roboter kann selbstständig seine eigene Energieversorgung verfolgen. Wenn der Akku leer wird, tauscht das Gerät automatisch die Info mit der Ladestation aus, die sich auf der Oberfläche befindet, und schwimmt zu ihr, um sich aufzuladen. Zur Kommunikation auf der Wasseroberfläche verwendet die mechanische Qualle den Radiobereich. Unter dem Wasser kommuniziert sie mit Hilfe von Infrarotleuchtdioden, deren Reichweite 1 Meter beträgt. So erhält das Gerät ein spezielles Signal, wenn es sich einem anderen Roboter annähert, und kann rechtzeitig ausweichen. Zusätzlich gibt es innere Sensoren, die die Akkuladung kontrollieren, sowie einen Drucksensor, der die Tauchtiefe millimetergenau misst. Elume. Hier kommt eine Roboterschlange, die vom norwegischen Institut für Wissenschaft und Technik speziell für Unterwasserarbeit entwickelt wurde. Hauptsächlich besteht diese Arbeit aus der Beobachtung und Wartung von Öl- und Gasausrüstung. Das Gerät kann aber auch für Unterwasseraufnahmen und der Forschung von versunkenen Schiffen dienen. Zum heutigen Zeitpunkt wird für die Wechselwirkung mit dem Roboter ein Kabel gebraucht. Zukünftig können diese Roboter ganz autonom schwimmen und die Erforschung des Meeresbodens ohne externe Signale ausführen. Die flexible Konstruktion des elektronischen Unterwassergadgets ermöglicht seine Verwendung auch an schwer erreichbaren Stellen, wo andere Spezialtechnik nur problematisch hingelangt. Auf diese Weise ist die Roboterschlange kostengünstig und bietet eine praktische Alternative für die Ausführung von einfachen technischen Arbeiten. Dieser Roboter hilft, ein Objekt visuell zu betrachten, zu beleuchten, die Konstruktion von Schlamm zu reinigen, die Schrauben oder Ventile festzuschrauben.
Robocrab. Die Fallschwanzkrebse, eine der ältesten Lebewesen auf unserem Planeten, inspirierten die Hersteller für diesen ungewöhnlichen Roboter. Er bewegt sich mit Hilfe von kleinen Füßchen, die sich von der Oberfläche abstoßen. Dann kehrt das Gerät wieder in die Ausgangsposition mit Hilfe eines beweglichen Schwanzes zurück, falls man den Roboter auf dem Panzer umdreht. Wie auch der Prototyp des Roboters hat diese mechanische Krabbe keine Angst vor Wasser und kann sich am Boden seichter Gewässer bewegen.